Hallo und herzlich willkommen hier in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und heute habe ich für euch ein Rezept aus der Kategorie Nichts ist so gut, als dass nicht irgendjemand kommt und versucht, es noch besser zu machen. Das ist eine sehr mysteriöse Kategorie, aber es ist in der Tat so, wir machen heute wahrscheinlich das Gericht, das jeder von euch mindestens einmal im Monat zu sich nimmt, aber in einer Form, die innovativ, neu und vor allen Dingen permanent präsent in den sozialen Medien ist. Wir machen Bubble Pizza. Wie das geht, das verrate ich euch jetzt. Bubble Pizza, das muss man erstmal erklären. Also Bubble ist halt die Blase, das ist eine Blasenpizza. Und als ich das gehört und gelesen habe, dachte ich zuerst, es ist vielleicht eine Pizza, auf der quasi der Belag Blasen schlägt, Wellen schlägt. Dem ist aber nicht so. Vielmehr ist es so, dass man aus dem Teig Kugeln formt, diese in die Backform gibt und das Ganze dann mit dem Belag versieht. Ob das wirklich so viel besser ist und so viel schmackhafter als normaler Pizzaboden mit Belag drauf, das werde ich für euch ausprobieren. Aber zuerst mal machen wir unseren Teig, bevor wir den in Kugeln formen können. 400 Gramm Mehl kommen in unseren Kessel. Das ist Weizenmehl. Ich denke, man kann das auch mit Vollkornmehl machen. Aber ganz ehrlich, ich mag keine Vollkornmehlpizza. Das finde ich immer irgendwie seltsam. Also nehme ich das herkömmliche Weizenmehl. Weil es ein Hefeteig ist, kommen auch noch 20 Gramm Hefe hinein. Das ist ein Hefewürfel. Man kann auch Trockenhefe nehmen. Wie das Ganze umgerechnet wird, das müsst ihr selbst gucken. Vielleicht schreiben wir euch das auch in die PDF, die ich euch hier unten verlinke, wo ihr das Rezept auch nochmal nachlesen könnt. 40 Gramm Olivenöl, 200 Milliliter Wasser müssen ebenfalls noch in unseren Kessel und als letzte Zutat ein Teelöffel Salz. Das Ganze wird jetzt 2 Minuten in der Teigstufe geteigt, zu Teig verarbeitet, geknetet. Bis gleich. Den Teig entnehmen wir jetzt dem Kessel und dazu habe ich auch immer unseren coolen Teig-Twister. Ich mache das jetzt auch schon mal hier auf das Backblech und da geht auch wirklich alles raus. Ja, das ist extrem praktisch. Klein, aber praktisch. Wir formen den Teig zu einer Kugel und weil es ein Hefeteig ist, das wisst ihr, müssen wir den jetzt noch gehen lassen und zwar so lange, so heißt das immer, bis sich das Volumen verdoppelt hat, abgedeckt an einem warmen Ort. Also ich suche mir ein schönes Plätzchen, wo der Teig sein Volumen verdoppeln kann und dann sehen wir uns in circa einer Stunde wieder. Bis dahin, tschüss. Wie ihr seht, ist der Teig jetzt schon ordentlich gegangen. In der Zwischenzeit hättet ihr schon mal den Käse reiben können, wenn ihr keinen Reibekäse aus der Tüte holen wollt. Ich mache das jetzt noch ganz schnell, damit ihr seht, wie das geht. Ich habe jetzt hier 175 Gramm Käse. Da habe ich gemischt Mozzarella und Gouda. Das Ganze kommt 5 Sekunden auf Stufe 5 in den Kessel. Den Reibekäse füllen wir jetzt wieder um. Das ist jetzt natürlich nicht so streufähig wie den Reibekäse, den ihr aus der Packung nehmt, was aber wahrscheinlich auch am Mozzarella liegt, der ja relativ weich ist. Ist aber kein Problem, auch den kann man sehr gut so verteilen. Das habe ich schon festgestellt. Wenn ihr wollt, könnt ihr den Kessel auswaschen, nachdem ihr den Käse gerieben habt. Ich mache das jetzt nicht. Also wenn da jetzt noch so ein bisschen Käse drin bleibt, ich meine, kommt nachher auf der Pizza eh alles zusammen. Aber wir zerkleinern jetzt eine große Zehe Knoblauch und zwar 3 Sekunden auf Stufe 6. Schieben das alles mit dem Spatel nach unten. 20 Gramm Olivenöl geben wir noch hinzu und dann dünsten wir das an und zwar 2 Minuten in der Varoma-Stufe 1. Bis gleich. Wir würzen das Ganze jetzt noch mit einem Teelöffel italienischer Kräuter. Da gibt es natürlich so eine Kräutermischung. Ihr könnt aber auch, wenn ihr die nicht habt, so wie ich, einfach ein bisschen Basilikum, Oregano und Majoran hinzutun. Guckt einfach, dass ihr so etwa auf einen Teelöffel kommt. Italienischer geht es eigentlich nicht mehr, was die Kräuter anbelangt. Keine Ahnung, fehlt da noch was? Schreibt es mal in die Kommentare. Würde mich interessieren. Ich bin immer
zu Hause eigentlich auch so ein Freund von Kräutermischungen, aber man kann ja auch nicht für jedes Gericht und für jede Sache irgendwie die entsprechende Kräutermischung haben. Also so geht's auch. Tomatenmark muss noch hinein, und zwar 20 Gramm sowie 400 Gramm passierte Tomaten. Die geben wir ebenfalls in den Kessel. Dann fehlt noch ein Teelöffel Salz und eine etwas größere Prise Pfeffer. 8 Minuten kochen wir das Ganze jetzt ein, Varoma Stufe 1, und in der Zwischenzeit werde ich den Teig in 10 Teile teilen, das Backblech hier mit Backpapier auslegen und dann kleine Pizzabrötchen, was auch immer hier, so Pizzakugeln hier drauf verteilen. Wie das aussieht, seht ihr gleich in 7 Minuten und 37 Sekunden. Es gibt Bubble Tea, Bubble Bobble, Bubble Gum. Aber wir machen heute Bubble Pizza. Unsere Soße ist fertig. Ich habe, wie ihr seht, schon mal so 10 kleine Kügelchen hier geformt. Ich kann mir noch nicht ganz vorstellen, wie daraus jetzt eine Pizza werden soll, aber Gott im Himmel, es scheint zu funktionieren, sonst wäre es nicht so ein Hype im Moment. Wir gießen jetzt die Soße. Oh, hot! Nach so langer Zeit und ich, naja. Einfach hier über unsere Pizza Bobbles, und dann geben wir noch den geriebenen Käse hinzu. Bin mal gespannt, wie das wird. Wie das wird. Ich gehe mal davon aus, dass das hier noch ein bisschen aufgeht. Da ist jetzt hier, warte mal, ich muss da jetzt hier mal noch ein bisschen rausnehmen irgendwie. Der skeptische Blick von Hannah hinten in der Redaktion an der Kamera verrät, sie kann sich es auch nicht vorstellen. So, den Käse verteilen wir jetzt auch hier auf unseren Dingern. Babbeln. Auf den Babbeln. Es gibt ja Regionen in Deutschland, da babbeln die Leute auch. Ja, das wird interessant. Ihr könnt natürlich, weil das nur das Basisrezept ist, das Ganze auch noch mit Salami oder was weiß ich, was ihr da alles noch drauf haben wollt. Peperonis, ich liebe ja Kapern und Sardellen auf der Pizza. Wie gesagt, wenn es was wird, warum nicht? Mal eine schöne Alternative. Ich stelle das jetzt in den Backofen, und das habe ich euch wieder vorenthalten, den ich bereits auf 180 Grad Ober- und Unterhitze vorgeheizt habe. Und darin backe ich das Ganze jetzt 25 bis 30 Minuten. Dann sehen wir uns wieder und wir sind alle gespannt, wie es aussieht. Bis gleich. Es sind jetzt 25 Minuten vergangen. Ich habe zwischendurch mal in den Backofen geschaut und ich muss sagen, es sieht interessant aus. Ich zeige euch das mal. Cool, oder? Irgendwie. Das hat was. Ich hatte so ein bisschen die Befürchtung, dass die Soße da unten so festbrennt. Aber das ist schon cool. Das ist irgendwie wie so ein Pizzabrötchen-Dings. Man kann dann das Ganze noch irgendwie mit auch anderen Sachen belegen, dippen, keine Ahnung. Wir haben mal so Zupfbrot gemacht. Das erinnert mich so ein bisschen daran. Das war so ähnlich. Könnt ihr euch mal anschauen hier im Wunderkessel-Kanal. Nichtsdestotrotz ist jetzt die Frage, wie es schmeckt. Okay, Tomatensauce, Käse kennt man. Aber ist der Teig denn durch? Wie gesagt, es waren jetzt so 26, 27 Minuten drin. Ob das gelangt hat, ich werde schauen. Wir haben euch jetzt ein schönes Foto gemacht, dass ihr gleich am Ende seht, wie das so im Gesamten aussieht in der Nahaufnahme. Aber ich muss jetzt natürlich auch probieren. Ich habe mir jetzt so ein Stück auf dem Teller gemacht. Vielleicht kann man das auch im Blech essen, aber das ist natürlich noch sehr heiß. Und dann schauen wir mal, wie der Teig ist, wie die Gesamtkomposition schmeckt. Der Teig ist erwartungsgemäß fantastisch, sehr fluffig, leicht, locker. Die Soße, Käse, das ist Standard-Pizza-Zeug. Wie gesagt, etwas, was ihr durchaus variieren könnt. Ich muss allerdings sagen, mir ist das Verhältnis Teig zu Belag ein bisschen unausgewogen. Ich habe ja lieber mehr Belag und weniger Teig. Hier ist halt mehr Teig und weniger Belag. Das ist eher sowas wie ein Pizzabrötchen so.
Kann man durchaus mal ausprobieren, weil ich glaube, der entscheidende Vorteil ist, warum es auch schneller geht, als jetzt eine normale Pizza zu machen, ist, dass man den Teig nicht ausrollen muss. Die Menge an Teig, die wir jetzt gerade gehabt haben, da kann man natürlich auch 3 oder 4 normale Pizzableche mit ausrollen. Aber so ist das halt relativ einfach. Ne? Kugelformen drauf, Belag drauf, fertig, perfekt für die hungrigen Mäuler zu Hause. Ihr könnt das gerne mal ausprobieren. Ist mit Sicherheit auch schön für Partys, dass sich jeder so sein Zeug da runterholen kann. Man kann sich natürlich klar mit einem Löffelchen auch noch ein bisschen Soße dazu machen. Schmeckt auf jeden Fall fantastisch. War mit Phil Arvid, ja, wie ich immer schön zu sagen pflege. Probiert's aus. Schreibt mir in die Kommentare, wie es euch geschmeckt hat, wie ihr es variiert habt und ob ihr überhaupt sowas zu Hause auf den Tisch stellt. Ich freue mich von euch zu lesen, freue mich aufs nächste Video und sage bis dahin Tschüss und guten Appetit.